Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo ihr Lieben, es ist Freitag, früher Abend, also ich habe noch Zeit. Ich bin gerade erst vor kurzem mit Isabel von unserem Ausflug nach Lüneburg gekommen. Ich war beim Arzt und dann waren wir ein bisschen shoppen. Die Ausbeute von unserer eigentlich gesamten Woche zeige ich euch in einem anderen Video. Ja, und jetzt ist es Zeit für mich, für morgen was vorzukochen und Abendessen zu machen. Was es gestern gab, habt ihr ja gesehen. Es gab ja, Pilmeni. Und heute gibt es die besagten Pilmeni angebraten. Also Fast Food für Russen. Oder Fast Food auf Russisch. Also, ihr braucht schon McDonald's oder Burger, wenn es sowas gibt. Ne? Also, leckeres Essen selbst gemacht, aber als erstes schmeiße ich das Essen für morgen. Und zwar habe ich vorhin Isabel gefragt, also Isi, ich möchte jetzt gerne eine Gemüsesuppe machen, am besten so Richtung wieder diese Fitnesssuppe, die ich gemacht habe. Nein! Jetzt mache ich eine Cremesuppe wieder, aber trotzdem mit jeder Menge Gemüse. Und dazu gibt es am Ende, wenn ich die püriert habe, habe ich noch ein bisschen Hackfleisch übrig von gestern. Das drehe ich zu kleinen Hackbällchen und lasse es am Ende in der Suppe ziehen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir alles reinnehmen. Wir nehmen 2 Zwiebeln, 3 Knoblauch, 2 Möhren, ein paar Stangen Sellerie. Hier sind fast 3 Paprika, die waren schon ein bisschen verschrumpelt, die habe ich jetzt geschält, genau hier. Kartoffeln und Blumenkohl. Und ich hole noch gleich Ingwer und passierte Tomaten. Aber als erstes habe ich ein bisschen Öl schon in den Topf drin. Und da ich die Suppe pürieren muss, werde ich alles nicht ganz so klein schneiden, sondern einfach nur mal in gröberen Stücke. Das passt heute auch eigentlich ganz gut, weil ich von unserem Ausflug doch ganz schön kaputt bin. Jo, Zwiebeln einfach rein, Knoblauch einfach grob schneiden. Hier brummt schon der Geschirrspüler, der ist bald fertig, denke ich mal. Knoblauch auch rein. Jetzt die Möhren. Also ich habe noch ein bisschen Chinakohl und Spitzkohl hinten in der Kiste, aber ja, ich weiß nicht, das mit pürieren, das schmeckt dann nicht. Also das, ich weiß, die Konsistenz gefällt mir dann nicht so gut. Aber ohne pürieren wollen die Kinder doch heute nicht. Ja, die beiden Möhren wandern auch gleich hinterher. Und jetzt die Kartoffeln einfach mal grob auch. Also die kleinen muss man eigentlich gar nicht richtig schneiden. Aber so werden die halt ein bisschen schneller durch. Und zwischendurch einfach mal rumrühren. Genau. Und jetzt die Sellerie einfach mal so. Ich mache die Suppe heute ein bisschen schärfer, weil mir einfach mal, ich sag mal, danach ist. Thank you.
dann einfach mal den schon gewaschenen Bohnenkohl rein. Ist nicht viel, einfach mal was da so an Resten sich gerade angeboten hat im Kühlschrank und in der Gemüsekiste. Das kommt jetzt einfach mal alles in den Topf zusammengeschmissen. Ja, und hier habe ich ein Stückchen Ingwer, ist auch nicht mehr so wirklich frisch. Deswegen schäle ich den jetzt ein bisschen. Ja, viel ist das nicht, aber den schneide ich jetzt einfach auch klein in so Scheibchen und der kommt einfach mit rein. Und wird nachher auch püriert. So, und jetzt kommen einfach mal stückige Tomaten, weil die Soße ja eh püriert wird. Und zwar habe ich hier welche mit Chili drin. Aber eben nur eine Dose, deswegen denke ich, so schlimm wird das nicht sein. Und eine ganz normal, ohne irgendwas, einfach nur Tomaten stückig. Ich spüle mal die beiden Dosen aus. Ja, Wasser rein. Und noch ein bisschen Wasser dazu, damit das Ganze einfach mal bedeckt ist. Ja, und das Ganze darf jetzt erstmal kochen. Ich denke mal, ich gebe einfach mal erstmal nur ein bisschen Salz drüber. Und dann, wenn das weich gekocht ist, dann werden wir das Ganze mal pürieren und weiter bearbeiten. So, ihr Lieben, wir haben gegessen. Die Suppe ist fast fertig, deswegen muss ich unbedingt hier weitermachen. Ich habe jetzt nur ein bisschen abgewartet, bis die Kinder mit Geschirrspüler ausräumen und so weiter fertig war. So, wir haben jetzt hier das Hackfleisch. Ich gebe jetzt nur noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Ihr könnt auch noch ein paar andere Kräuter reinmachen, wie ihr das gerne macht. Ich habe hier jetzt ein bisschen Paprika noch. Genau. Und das Ganze verknete ich einmal kurz. Es sind nicht viele Hackbällchen, die jetzt draußen stehen werden, aber besser ist gar nichts. Ich verbrauche jetzt einfach dieses restliche Hackfleisch, was gestern übrig geblieben ist, nachdem wir die Pelmeni, also ich was für die Pelmeni abgenommen habe davon. Und dann habe ich hier wieder die Pfanne. Die Pfanne hier. Und da gebe ich einfach wieder ein bisschen Butterschmalz, aber wirklich ein bisschen. Zack, genau. Und noch mache ich nicht an, weil ich als erstes ein paar, zack, da unten, Hackbällchen vorformen möchte. Ich mache die jetzt wirklich auch ganz klein, also so 1,5 vielleicht Zentimeter Durchmesser und packe sie erstmal hier aufs Brettchen. So, hier habe ich jetzt Butterschmalz, ist schon heiß geworden und hier sind die ganzen Hackbällchen. Und die packe ich jetzt einfach mal in die Pfanne rein. Zack. Und lasse sie da drinnen anbraten. Von allen Seiten. Und hier geht es mit der Suppe weiter. Und als erstes wird natürlich das Ganze püriert. So. Ja. Wie ich schon sagte, die Hackbällchen müssen ein bisschen gewendet werden von allen Seiten. Am besten anbrutzeln, aber auch vorsichtig, dass sie nicht auseinanderfallen, obwohl müsste eigentlich nicht passieren. So, und dann kommt hier in die Suppe jetzt ein bisschen Schmand.
Und dann habe ich hier jetzt nochmal Frischkäse, Paprika, Peperoni von Frank. Und davon kommt auch was dran. Dann habe ich ja vorhin nur ein bisschen gesalzen. Auf jeden Fall kommt noch Salz rein. Schmeckt schön ein bisschen nach Paprika. Ja, okay, ein bisschen mehr nach Paprika, weil wir davon doch einiges reingegeben haben. Dann kommt natürlich Pfeffer rein. Paprikapulver. Wer mag ein bisschen Chili? Dann Dill. Und ja, was man so gerne mag, ich habe die Majoran, gebe jetzt noch mal ein bisschen auf davon was rein. Und füllen wir noch mal die Hackfläche um. Und ich mixe noch mal die Suppe durch. Ja, noch mal probieren, wie der Salzgehalt ist. Ja, es schmeckt wirklich sehr gut. Man könnte rein theoretisch noch ein kleines bisschen Pfeffer reingeben, wenn man es schärfer mag. Ich habe ja im türkischen Laden letztens das hier gekauft, ne? Essigbaumfruchtgewürzzubereitung. Das sieht so aus, dunkel, rot und riecht leicht säuerlich. Ich gebe nur ganz wenig davon rein. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau schmeckt. Nicht, dass es zu viel wird. Und rühre das ein bisschen ein. Und dann habe ich hier jetzt noch ein paar Lorbeerblätter. Die kommen auch mit rein. Die Hackbällchen mache ich aus und die fische ich jetzt einfach mal raus, ohne dass ich jetzt zu viel von dem Öl, von dem Butterschmalz mit reinnehme. Das muss nicht unbedingt sein. Ne, so ein bisschen abtropfen lassen und in die Suppe rein. Oh, Entschuldigung. Ja, es ist nicht viel, aber wir essen ja auch mal Brot dazu oder Brotwürfel oder diese Kügelchen. Ja, jetzt kommt das Ganze einfach mal nochmal auf den Herd an und bei geringem Hitze muss das Ganze jetzt, denke ich mal, so 7-8 Minuten ziehen, damit die Hackbällchen auch wirklich durchgezogen sind. Ja, und dann ist es fertig. Aber zwischendurch ist wichtig umzurühren. Nicht, dass sich die pürierte Suppe unten absetzt. Ja. Und das ist dann morgen unser Mittagessen. So, ihr Lieben. Ich werde euch diesmal keinen Teller präsentieren, weil das ist, wie gesagt, nicht für heute Abend, sondern für morgen die Suppe. Wir essen die morgen. Ich werde dann morgen auf Facebook und auf Instagram natürlich den Fotos posten mit Rezept und werde dann auch dieses Video verlinken und so, ne? Aber ist ja auch nicht wirklich was Besonderes, geht aber wirklich ziemlich einfach und schnell und man kann alles an Gemüse reinschmeißen, was ihr meint, das zusammengehört, was zusammen schmecken könnte. Hier sind jetzt diese Sorten, die gerade da waren. Vor allem aber überwiegend Paprika, deswegen werde ich jetzt auch sagen, das ist jetzt Paprika-Gemüsesuppe. Mit Hackbällchen, ja. Das gibt es halt morgen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schönes Wetter, genießt die Zeit und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!